Kaum scheint die Sonne und die Temperaturen steigen, sind auch die Zecken wieder aktiv. Ist es über mehrere Tage mehr als 7 Grad warm, verlassen sie ihre Winterstarre und machen sich auf die Suche nach einem Blutopfer. Hochsaison haben die kleinen Blutsauger gewöhnlich von April bis Ende Oktober. In milden Wintern sind sie allerdings schon früher durstig. Zecken fast ganzjährig eine Gefahr. Zecken sind immer früher und immer länger aktiv. Das zeigen Untersuchungen, die belegen, dass in den letzten 20 Jahren Fälle von Frühsommer-Meningoenzephalitis FSME bei Menschen rund 4 Wochen früher und bis 4 Wochen später im Jahr gemeldet werden. Das ist ein insgesamt 2 Monate längerer Aktivitätszeitraum als zuvor, so Dr. Gerhard Dobler vom Nationalen Konsiliarlabor für FSME München. Laut Experten gab es im Jahr 2018 in Deutschland so viele Parasiten wie seit 10 Jahren nicht mehr. Damit gab es auch deutlich mehr Fälle von FSME. 583 gemeldete Erkrankungen im Jahr 2018 bilden den Höchststand seit Beginn der Meldepflicht im Jahr 2001. Zeckenreicher Sommer 2019 erwartet. Auch für den kommenden Sommer erwarten die Experten ein höheres Infektionsrisiko, denn es gebe so viele Zecken wie lange nicht, warnt Gerhard Dobler. Einer der Gründe für das vermehrte Zeckenaufkommen liege in den höheren Temperaturen der letzten Jahre, insbesondere an den milden Wintern, so Zeckenexperte Professor Dr. Jochen Süß. Milde Temperaturen begünstigen Zecken. Milde Temperaturen haben aber noch ganz andere Auswirkungen. Neue Zeckenarten wie die Hyaluma oder die Auwaldzecke breiten sich in Richtung Westen Deutschlands aus. Im ungewöhnlich warmen Sommer 2018 wurden erstmals größere Zahlen der Hyaluma-Zecke hierzulande gefunden. Diese Zeckengattung kam bislang ausschließlich in den Tropen und Subtropen vor. Hyaluma kann gefährliche Erreger wie das Krim-Kongo-Fieber-Virus oder Fleckfieberbakterien auf Menschen und Tiere übertragen. Bei Pferden verursacht diese Zeckenart häufig heftige Geschwüre. Falls sich solche klimatischen Bedingungen wie die der vergangenen Jahre häufiger wiederholen, stehe zu befürchten, dass sich auch die Zeckenart Hyaluma in Deutschland etabliere, so Dr. Gerhard Dobler. 5 neue Risikogebiete in Deutschland benannt. Das Robert-Koch-Institut hat im Februar die Anzahl der sogenannten FSME-Risikogebiete um 5 neue Landkreise erweitert. In Deutschland gibt es damit nun 161 betroffene Landkreise, die primär in großen Teilen Bayerns, Baden-Württemberg sowie Teilen Südhessens, Sachsens und Thüringens liegen. Mit dem Emsland in Niedersachsen ist erstmals auch ein Landkreis in Norddeutschland betroffen. In Bayern sind damit nur noch 5 Land- und Stadtkreise kein Risikogebiet, SK Augsburg, LK Dillingen AD, Donau, LK Fürstenfeldbruck, SK München und SK Schweinfurt. Zecken, Vampire aus dem Unterholz. Bei den milden Temperaturen, wie sie momentan herrschen, werden die Zecken aktiv. Sie lauern im hohen Gras, im Gebüsch oder im Unterholz schattiger Wälder. Gerne lassen sie sich einfach mitschleppen, wenn Mensch oder Tier in der Natur sind. Auf den Menschen können Zecken gefährliche Krankheiten übertragen wie die Lyme-Borreliose oder die Frühsommer-Meningoenzephalitis FSME. Zecken übertragen FSME und Borreliose, während es für die FSME eine vorbeugende Impfung gibt, steht für die Borreliose kein Impfstoff zur Verfügung. Infektionen können aber mit Antibiotika behandelt werden. Übertragung der Borreliose erst nach längerer Saugzeit. Im Gegensatz zu FSME wird die Borreliose nicht sofort beim Stich übertragen. Man vermutet, dass nach etwa 12 bis 24 Stunden Saugzeit die Zecke so vollgesogen ist, dass sie einen Teil des bereits aufgesogenen Blutes wieder in die Wunde abgibt. Dabei können Borrelien in den menschlichen Blutkreislauf gelangen. Deshalb ist es generell wichtig, Zecken so bald wie möglich zu entfernen.
Borreliose, Hautrötung nach Zeckenstich. Die Lyme-Borreliose ist nicht leicht zu diagnostizieren, denn nur wenige Symptome sind spezifisch für diese Erkrankung. Erstes und eindeutiges Symptom ist die Wanderröte Erythema migrans, eine ringförmige, schmerzlose, sich zentrifugal ausbreitende Rötung an der Bissstelle und an anderen Körperstellen. Die Rötung kann Tage bis Wochen nach dem Biss auftreten und ist im Zentrum oft etwas heller. Auch unspezifische Symptome wie Abgeschlagenheit, Fieber, Lymphknotenschwellungen und Kopfschmerzen sind möglich. Das Problem beim ersten Krankheitsstadium, die Rötung, tritt nur bei etwa jedem zweiten Borreliose-Patienten auf. Auch eine Blutuntersuchung auf Borrelien verläuft gerade im Anfangsstadium oft negativ. Zweites Krankheitsstadium der Borreliose. Ein zweites Krankheitsstadium kann nach Wochen oder Monaten auftreten. Zu den Symptomen gehören schmerzhafte Gelenkentzündungen, meist an Knien, Händen oder Knöcheln, aber auch Herzprobleme und verschiedene Symptome der Hirnhautentzündung. Problematisch ist manchmal die Diagnose. Die Beschwerden werden nicht selten mit anderen Krankheitsbildern verwechselt. Häufigste Fehldiagnose: Rheuma. Frühsommermeningoenzephalitis FSME. Die Frühsommermeningoenzephalitis ist eine virale Form der Hirnhautentzündung, bei der auch das Gehirn betroffen ist. Sie kann zu schweren neurologischen Schäden führen, in etwa 2% der Fälle verläuft sie tödlich. Eine medikamentöse Behandlung ist nicht möglich. Sie beschränkt sich allenfalls darauf, die Symptome zu lindern. Symptome der FSME. Die Erkrankung FSME erfolgt typischerweise in zwei Phasen. Etwa 5 bis 7 Tage nach dem Biss treten bei einem Drittel der Infizierten uncharakteristische Beschwerden auf: Fieber, Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen, Übelkeit, gelegentlich Magen-Darm-Probleme. Meist ist die Krankheit damit überstanden. Bei jedem dritten Erkrankten bzw. jedem zehnten Infizierten befällt der Erreger jedoch das zentrale Nervensystem in unterschiedlicher Ausprägung. Unterschieden werden die Meningitis, nur die Hirnhäute sind beteiligt, die Meningoenzephalitis. Beteiligung von Hirnhäuten und Gehirn und die Meningoenzephalomyelitis. Zusätzlich ist das Rückenmark betroffen. Die verschiedenen Formen unterscheiden sich durch ihre Symptome und ihren Verlauf. Experten raten Betroffenen zur Impfung gegen FSME. Experten raten zu einer Impfung, wenn man in einem Risikogebiet wohnt oder sich dort länger aufhält. Auch für Berufsgruppen wie Förster, Waldarbeiter und Landwirte wird eine Impfung empfohlen. So schützen sie sich vor Zecken. Wer sich auf einer ungemähten Wiese, im Unterholz oder im Gebüsch bewegt, ist besonders gefährdet. Die Hauptregel für dieses Terrain heißt daher, geschlossene Kleidung tragen, auch wenn das schweißtreibend sein kann. Lange Hose anziehen und am besten noch die Hose in die Socken stecken. Langärmeliges Oberteil mit Bündchen tragen, z.B. Bluse oder Hemd. Auch oben schließen. Feste Schuhe anziehen, die über den Knöchel